Der Skitourensport hat in den letzten Jahren einen enormen Zuwachs erfahren. Obwohl, Skitour ist nicht gleich Skitour. Zwei Arten sind für die breite Masse besonders hervorzuheben. Da gibt es zum einen die Pistengeher und zum anderen die klassischen Skitourengeher. Diese bewegen sich eigenverantwortlich, möglichst allein mit Freunden, im freien Gelände. Stoppen wir mal an dieser Stelle. Im heutigen Beitrag geht es um die klassische Skitour im freien Gelände. Kondition und Top-Ausrüstung allein reichen da nicht mehr aus. Denn was ist, wenn etwas schief geht? Was, wenn der Ernstfall eintritt? Eine Lawine geht ab und jemand wird verschüttet. Genau aus diesem Grund sind die Teilnehmer beim AK-Betriebssport-Skitourenlehrgang auf der Leubersbacher Höhe. Es ist total wichtig, dass man so einen Kurs besucht, weil einfach die Gefahren, abseits des gesicherten Skiraums, viel zu groß sind. Es gibt leider viel zu viele Schwerverletzte und Tote. Die Menschen kaufen sich die Ausrüstung, kennen sie aber nicht aus. Ich sage einmal so, jeder sollte einen Kurs besuchen, ob bei einem alpinen Verein oder beim Bergführer, ist egal. Aber man muss sich mit der Sache auseinandersetzen, damit man auch sicher abseits des gesicherten Skiraums unterwegs ist. Bewegt man sich abseits der Pisten, ist ein lawinenverschütteten Suchgerät ein sogenanntes LVS zu tragen. Darüber gibt es keine Diskussion. Im Kurs erklärt Kurt Neckermann den Teilnehmern, wie dies im Ernstfall zum Einsatz kommt. Neben dem LVS gehört auch eine Sonde und eine Schaufel zur Standardausrüstung jedes Skitourengehers. Wir haben geübt, dass ein Kollege oder eine Kollegin, ein Skitourenfreund, von einem Schneebrett oder von einer Lawine mitgerissen worden ist. Ich habe den Gästen einfach gezeigt, wie der Notfallplan abläuft. Das geht einmal los, dass ich den Hang einmal optisch absuche, damit ich den Verschwindepunkt bestimmen kann. Ich muss mal anschauen, wo ist das Suchfeld, und muss dann mit der Suche einfach anfangen. Das heißt, ich mache eine Grobsuche, ich mache eine Feinsuche. Ich habe den Gästen erzählt, wie das LVS-Gerät reagiert, wie man sich bei der Feinsuche an den Verschwundenen annähert. Ich habe ihnen erzählt, wie wichtig das ist, dass ich eine Sonde mit dabei habe, eine Schaufel, dass das alles dazugehört, dass man mit dem LVS-Gerät alleine nichts anfangen kann. Bereits beim Trockentraining im Gasthof Post in Festenau wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf verschiedene Punkte beim Skitourengehen sensibilisiert. Neben der entsprechenden Ausrüstung ist für Kurt Neckermann wichtig, dass sich der Tourengeher mit der aktuellen Lawinenlage auseinandersetzt. Ein Lawinenlagebericht ist jederzeit online auf lawine.salzburg.at abrufbar. Zu merken ist, Lawinenwarnstufe 3 ist nur für fachkundige Tourengeher. Bei Lawinenwarnstufe 4 und 5 hat man nichts mehr im freien Gelände verloren. Ich habe zwar schon einige Touren auch in der freien Wildbahn sozusagen hinter mir, aber ich glaube, man fühlt sich sicherer, wenn man natürlich auch die notwendige Ausbildung hat. Es ist für alle Tourenteilnehmer optimal, wenn man die Grundlagen weiß, in welchem Gebiet man sich bewegt. Also ich glaube, dass man so einen Lawinenkurs öfters machen soll. Meine Meinung ist, ich hätte ihn schon mal früher machen sollen. Habe im Internet noch mal ein paar Sachen angeschaut, aber so live dabei sein, das bringt einfach sicher mehr. Für den AK-Betriebssport ist es in Zeiten wie diesen nicht einfach, Veranstaltungen durchzuführen. Umso wichtiger ist es, auch mit kleinen Teilnehmerzahlen Zeichen zu setzen. Und wenn es dann auch noch zur Sicherheit am Berg beiträgt, umso besser. Natürlich durch die Begrenzung der Mindestteilnehmerzahl, also der Höchstteilnehmerzahl von 25, sind wir natürlich mit unseren großen Veranstaltungen momentan auf Warteschleife. Wir hätten tolle Sachen jetzt vorgehabt über den Winter, wo wir halt nur in der Pause sind zurzeit. Hält man beim Skitourengehen einige wichtige Regeln ein, steht Freude am Berg und einer entspannten Abfahrt nichts mehr im Weg.